Hi, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Gollum, Big Time Monkey mit Phonetika. Ich spiele mit dir und dir und dir heute Folge, oh, 9 kann das sein? Ich glaube Folge 9. Ja, da kratzt er sich gleich mal am Kopf. Er glaubt auch Folge 9, der Gordo. Okay, wir sind hier, hängen wir immer noch fest in diesem Büro hier mit diesem Tresor, bei dem wir nicht die Kombination wissen, wie der aufgeht, und diesem Computer, bei dem wir nicht wissen, was wir reinschieben müssen, mit diesen seltsamen Sachen hier. Aromatisch. Aromatisch, die gucke ich Der mir jetzt Schwamm alle ist nochmal an. fast so trocken wie Frau Dröges Humor. Trockener Schwamm, vielleicht müssen wir den Die nass Arme machen. steht unter großem Druck. Großer Druck. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Jetzt haben wir. Kleingeld, bisschen Kleingeld. Dieses Gerät benutzt man zum Abrollen von Klebeband. Ach, der Gordo. Hirn. Hatschi. Okay, also dass der Hallo, du Schwamm. Schwammkopf. Frisch gestärkt. Ah, jetzt ist die Kaffeetasse wieder leer. Helium. Ich Okay. würde mich verletzen. Ja, das stimmt. Ich bin doch kein Münzschlucker. Ah, das hatten wir jetzt, glaube ich, alles Wer hier weiß, schon. wer den schon. Ich Angefasst bin hat doch und kein. das ist keine Kuh. Jetzt holen wir uns hier nochmal einen Koffer. Koffer, Koffer. Versuchen den Schwamm mal Schrecklich. nass zu machen. Das geht irgendwie Und nicht. dann? Mit der Ich hab Kaffeemaschine mir nach geht's auch der nicht. Affenschule vor. Nie. Nie wieder eine Tafel zu wischen. Okay. Computer. Kannst du da Das was dran mache ich machen? nicht. Das macht er nicht. Zwecklos. Zwecklos. Okay. Jetzt gehen wir mal raus. Schwierig. Jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, ob wir den Schwamm nass machen können. Ob uns das vielleicht weiterbringt. Ich weiß zwar nicht, was uns das dann bringt. Vielleicht können wir dann endlich den nassen Schwamm der Truller um die Ohren hauen. Vielleicht. Who knows? Geht das ja. Ham und Sam, die Armen, müssen hier stricken. Nähen. Kann man die sauber machen Der mit dem Schwamm ist Schwamm? fast so trocken wie Frau Dröges Humor. Okay. Okay, wir gehen Spannend. jetzt mal raus. Auf jeden Fall machen wir diesen Schwamm nass, glaube ich. Der läuft ja immer so lang, der Gordo. Tick, 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 tick. Das ist hier so ein weiter Weg. Irgendwie, das hat doch bestimmt auch irgendwas zu bedeuten, oder? Dass es hier so ein ewig langer Weg hier ist, oder nicht? Meint ihr nicht? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen jetzt mal mit dem Schwamm hier an den Wasserhahn. Vielleicht macht er den ja nass. Aha, jetzt haben wir einen nassen Schwamm. I. Das passt nicht. Was machen wir jetzt mit dem nassen Schwamm? Schwierig. Hm. Zwecklos. Das weiß ich jetzt nicht. Hatten wir irgendwo eine Aufgabe, wo wir was putzen mussten? Ich glaube nicht. Da drin jetzt? Was hätte man denn da putzen können? Höchstens die Tafel, aber das macht er ja nicht. Oder meinst du, er putzt die mit einem nassen Schwamm? Katze! Aber was bringt uns das, wenn die Tafel geputzt ist? Wahrscheinlich gar nichts. Jetzt gehen wir halt doch nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit diesem Hippie hier, das muss doch irgendwie. Muss es doch was mit dem Das Hippie zu passt tun nicht. haben. Aber es muss doch mit dem Hippie Das was zu passt tun nicht. haben. Weil der Hippie, der muss uns doch Und dann? sagen. Jetzt reden wir nochmal mit dem. Vielleicht sagt er Was uns ja sagt doch der irgendwie. Kosmos? Irgendeine versteckte Botschaft. Oder es hat doch was mit diesem Stirnband hier zu tun. Das ist ja auch so bunt. Hast du keine Arbeit? Weißt du, ich habe mal in einer Fabrik gearbeitet. Wir haben frugales Müsli produziert. Echt eine dufte Sache. Aber keiner wollte das Zeug haben. Irgendwann haben wir dann erfahren, dass Fruganer überhaupt kein Getreide essen. Da mussten wir den Laden dicht machen. Nee, das sagt mir jetzt, hilft mir jetzt auch nicht weiter. Wogegen Wogegen protestierst protestierst du du? denn? Gegen das Übliche. Faschismus, Kapitalismus, Atomstrom, milliardenschwere Bahnhofsprojekte und all sowas. Aber hier protestiere ich gegen Tier. Die Frau, Ja, die das das wissen Labor wir sperrt, alles. kleine Arme mit Drogen und Elektroschocks und so krankem Stuff. Ach ja. Ich weiß nicht, ob uns das Frau irgendwie Dr. Krumm weiterhilft. gesagt, Hippies sind verquere Idealisten, die Angst haben, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und? Nee, ich glaube nicht, dass uns Peace das out. weiterhilft. Peace, Bruder. Das hilft uns nicht weiter. Jetzt gehen wir hier nochmal rein und bieten vielleicht nochmal dem. Wo könnten wir denn was mit diesem Schwamm hier? Ich weiß nicht. Können wir den da waschen? Wir waschen mal. Zwecklos. Nee, das geht nicht. Können wir dem Kaffee anbieten? Aromatisch. Ja. Kann ich. Zwecklos. Zwecklos. Okay. Kann der was damit Und anfangen? dann? Ich weiß doch nicht. Und dann, Gordo. Sparen Sie mit dem unverzichtbaren
Ich weiß es nicht. Hier ist es auch nicht. Nee, hier ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Kann ich die Mülltonnen in die Luft jagen mit der Gasflasche? Zwecklos. Zwecklos. War ja fast ein bisschen klar. Aber wo könnten wir denn was mit dem Schwamm sauber machen? Vielleicht finden wir doch noch was im Versuchslabor jetzt. Katze! Vielleicht finden wir im Versuchslabor noch einen Anhaltspunkt darauf, was ist mit dem, mit dieser Nummer da? Da ist der Chris. Nasser Schwamm, Chris. Vielleicht finden wir noch irgendeine Diskette. Keine Ahnung, dann fühlt er sich vielleicht ich besser. Ich will das nicht heiß machen. Nee, aromatisch. Ach, Mensch, wieso verklicke ich mich denn heute andauernd? Ich will das nicht heiß machen. Nach wie vor nicht. Und dann? Keine Ahnung, Gordo. Komm, wir gucken noch mal am Computer. Mal sehen, was Frau Dr. Tröge auf ihrem Computer gespeichert hat. Essay. Das hatten wir ja alles schon. Personal. Ich habe genug gesehen. Versuchsreihe. Das war, glaube ich... Ja, genau. Dieses Verhalten mit dem Über... Ja, okay. Aber ich... Können wir nicht hier... Ja, ich habe genug gesehen, glaube ich. Oder wir gucken uns mal das Bild an. Vielleicht ist auf dem Bild irgendwas... Da hinten dran irgendwo irgendwelche Anzeichen für diesen Code. Sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Ich will raus wieder, okay. Vielleicht können wir hier aber aus diesem... Ja, ich habe genug gesehen. Will hier raus. Ich habe genug gesehen. Vielleicht können wir unten aus dem Tower... Geht das? Nee, sieht nicht so aus. Ich dachte, vielleicht können wir da unten irgendwie eine Diskette rausholen. Hier ist auch noch eine Tür... Es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Ja, raus. Aber ich war doch schon draußen. Vielleicht ist auch alles Quatsch. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, ich weiß auch nicht so genau. Geh mal darüber. Im Kontrollraum. Nee, du. Ich glaube, hier haben wir nichts vergessen, oder? Was soll ich damit? Ich glaube, hier haben wir wirklich... Hier ist... Ist da noch eine Nachricht drauf? Oh, verdammt nochmal, Dröge. Gehen Sie ja auch nicht ran. Nee, ist dasselbe. Ich hab's gerade. Hintergasse, mein Superhelden. Ja, okay. Ich glaube wirklich, hier müssen wir nicht mehr rein. Das haben wir ja alles hinter uns. Und mit dem Chris können wir anscheinend auch nichts anfangen. Und es gibt anscheinend... Ich dachte, vielleicht ist hier unten eine Diskette drin oder so. Das ist anscheinend hier auch nichts. Das ist hier nur der hier Computer. Hier verwahrt Frau Dr. Kannst du mit dem... Computer? Komplettlösung anzeigen. Es tut mir leid, Gordo. Aber ich fürchte, das kann ich nicht tun. Hm. Oh, Mann. Was machen wir denn jetzt mit diesem nassen Schwamm? Wir haben einen nassen Schwamm. Jetzt haben wir einen nassen Schwamm. Und wir haben einen nassen Schwamm und ein freches Mädchen auf einer Rakete. Vielleicht können... Oh, ich weiß nicht, was wir können. Ich bin total überfordert. Komm, den hauen wir da jetzt ins Gesicht. Passt nicht. Schnecke. Können wir die Schnecke putzen? Zwecklos. Nee, können wir auch nicht. Ach, Mensch. Seil? Zwecklos. Seil? Seil? Steht da Seil? Es ist festgeknotet. Es ist festgeknotet? Ich schneid's ab vielleicht? Oh, wir haben das Seil vergessen hier mitzunehmen. Jetzt haben wir ein Seil. Aha, können wir den Schwamm an das Seil dran machen? Nö, anscheinend nicht. Schwierig. Können wir die Gasflasche ans Seil machen? Kann ich die Vanessa ans Seil machen? Nö. Aber was haben wir denn jetzt? Haben wir ein Seil? Nee, das war ja jetzt schon mal gut. Kann ich die Schnecke ans Seil machen? Geht auch nicht. Mit dem Schwamm ging hier auch nichts. Haben wir glatt das Seil übersehen? Das passt nicht. Das passt nicht, okay. Hm. Was machen wir denn dann jetzt mit dem Seil? Kann ich hier nochmal mit der Schere? Zwecklos. Nee. Zwecklos. Zwecklos? Ich traue mir hier mittlerweile alles zu. Das mache ich nicht. Hier alles possible ist. Und dann? Was brauchen wir denn jetzt? Ein Seil? Oh, und dieses nervtötende Kind. Hallo, du. Verpiss dich, du Missgeburt. Das ist meine Rakete. Du kannst die Schnecke haben. Ich will dann heute... Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Fall mit ihr... Für die Supernanny. Warte mal, ein Seil. Die Miezen. Wir holen die Miezen raus. Können wir mit dem Seil die Miezen rausholen? Aus Bundesheer? Nö. Nö. Gut, Gordo.
kurz und knackig beantwortet. Haben wir doch glatt das Seil übersehen. Meine Güte. Hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Ach ja. Herrgott. Dieses Mädchen da. Irgendwas muss doch mit dem Mädchen das sein. Ich nicht. Zwecklos. Okay, zwecklos. Also hopp, weiter. Wir haben ein Seil übersehen. Katze! Das heißt aber jetzt wieder, was sagt uns das wieder? Es ist theoretisch möglich, dass wir überall was übersehen haben. Lastwagen. Nö. Das passt nicht. Wir haben einen nassen Schwamm. Und ein Seil. Ach Mensch. Ja, es ist ja echt schwierig, muss ich sagen, hier irgendwie durchzublicken. Seht ihr das denn so? Ha. Mit einem Seil. Jetzt haben wir ein Seil. Das passt nicht. Was machen wir denn jetzt mit dem blöden Seil? Kann der mal was darüber erzählen? Ich benutze keine Zahnseide. Zahnseide? Ideal zum Binden, Schnüren und Fesseln. Fesseln? Das hat bestimmt irgendwas mit Fesseln zu tun. Vielleicht müssen wir später die Frau Dr. Dröge fesseln. Oder irgendwas anderes. Ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass dieses Seil noch ein extrem wichtiger Bestandteil dieses Spiels sein wird. Schwierig. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass wir noch ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen weiterkommen, diese Konstruktion hier bekämpfen müssen irgendwann. Das macht mir ein bisschen Angst. Die Vorstellung, ehrlich gesagt. Ja, jetzt haben wir einen nassen Schwamm. Jetzt gucken wir. Nee, macht er nicht. Nie wieder eine Tafel zu wischen. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht, ja. Das passt nicht. Und der Tresor. Und der schöne Tresor. Ach, ich weiß einfach nicht. Müssen wir das jetzt alles durchprobieren? Da muss uns doch dieser blöde Hippie weiterhelfen. Oder kapiere ich gerade hier irgendwas nicht? Habe ich irgendwas übersehen beim Hippie? Was uns erklärt, was es hier für ein... Ja, ich weiß nicht. Verschlossen. War ja klar. Das ja, eigentlich ist schon. Nicht die richtige Kombination. Ja, wie finde ich die denn raus, Gordo? Hilf doch. Zwecklos. Mit dem Seil. Das mache ich nicht. Und mit der Gasflasche? Macht er auch nicht. Ja. Das passt nicht. Ah, jetzt hängen wir hier fest. Das ist echt anstrengend. Ich kriege hier noch die Vollkrise. Zum Saubermachen ist der Schwamm da. Ja, und du machst es aber doch nicht. Ja, ja. Plakat. Ökorn. Der nonkonforme Start in den Tag. Ökorn. Ach Mann, ey. Es macht mich ja ganz... Ja, das ist jetzt irgendwie sehr verwirrend. Hier. Eine sehr verwirrende Aufgabe. Konstruktion. Hey, ihr da! Ne? Ich kann nicht erkennen, woran... Woran die Affen arbeiten, ja. Bist ja auch ein Hirni, Gordo. Ein super Hirni, wie dein Bruder zu sagen pflegt. Ja, irgendwie kommen wir jetzt gerade wieder nicht weiter. Trotz Seil. Jetzt haben wir hier so ein blödes Seil gefunden. Nö. Ach, es verwirrt mich komplett. Ich habe das Gefühl, es muss noch irgendwas... Die Vanessa, die ist ja da nicht zum Spaß. Oh, guck hier. Ja! Ja, ich habe das gerade voll ohne Plan gemacht. Okay, das muss ich mir, glaube ich, hier jetzt aufmalen. Warte mal ganz kurz. Oh Gott! Ich habe das eben... Also völlig ungeplant so. Geil! Blau. Und dann nach unten grün. Und dann... Dieses, ne, wie sieht das aus? So hier. Und das ist orange. Und dann haben wir dieses Ding da. Wie geil! Wieso habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Ne, warte mal, ich habe das falsch rum gemacht hier. So ist das. Und das ist pink. Okay. Habe ich das jetzt richtig aufgemalt hier? Na, hoffentlich.
Oh, wie geil. Ich habe mit dem Schwamm da eben drüber gewischt und es wurde sauber. Ökorn. Komm, 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 schnell, Gordo. Jetzt bin ich ganz aufgeregt, was da oben drinne ist. Komm, schnell, 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 Gordo. Schnell, schnell, lauf hier hoch. Lauf, kleiner Gordo, lauf. Lauf, kleiner Gordo, lauf. Renn, renn, renn. Renn, renn, renn. Der kann gar nicht rennen. Guck mal, wie er läuft. Der läuft ein bisschen wie mein Ex-Freund. Er hat sowieso irgendwie ein bisschen was von meinem Ex-Freund, der Gordo. Ein bisschen komisch, ne? Okay, Tresor. Auf geht's. Komm, machen. Uff, wir haben's jetzt. Also, es war hier blau. Blau nach oben. Blau nach oben. Wo ist es? Wo ist es? Da. Blau nach oben. Grün nach unten. Guck mal, das hatte ich schon richtig, das zweite sogar. Das hier muss orange sein. Orange, aber nicht das, sondern das andere. Das da in orange, genau. Und das hier in pink jetzt. Das andere, nicht das da. Das da. Okay, Achtung, Trommelwirbel. Er ist offen, Leute, er ist offen. Wie geil. Oh Gott, Gott, oh komm, guck rein. Er ist offen. Ja, genau. Keine Zeit zum Plaudern. Ja, dann nimm raus, was jetzt drin ist. Gehört der Schatz mir. Was ist der wow, Schatz? Wow, ein riesiger Berg. Papier? Oh nee, oder? Eine Menge Papier. Kann man die in den Computer stecken? Super Idee. Mal sehen. Eins. Null. Null. Eins. Mist. Nochmal. Was? Eins. Was macht er denn da? Viele Einsen und Nullen später. Null. Geschafft. Der Computer was hat, er denn hat den Code tatsächlich entschlüsselt. Mal sehen. Es ist der Konstruktionsplan eines Kampfroboters. Das oh ist es also, was Frau Dr. Dröge plant. Eine Kampfkatze. Oh, ich hab's geahnt. Jetzt läuft das Ding los. Ich hab's geahnt, dass wir dagegen kämpfen müssen. Oh, 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 hat der Gordo gemacht. Hilfe, ich hab ein bisschen Angst. Was, und jetzt? Ich will gar nicht mehr da rausgehen. Ich kann etwas in die Konsole eingeben. Aber was? Ich will nicht mehr da raus. Ich hab Angst, wenn wir jetzt da rausgehen. Es steht uns dieses riesige Ding. Es ist weg. Oh Gott. Ich hab's geahnt, Leute. Oh nein. Sie hat das Killerkätzchen bereits gestartet. Ich muss die Verfolgung aufnehmen. Auf zum Gordo-Gleiter. Mist. Ich hab noch gar kein Fluggerät. Oh nein. Ich hab echt jetzt voll... Hilfe, Leute. Hilfe. Ich kann nur sagen, das war's für diese Folge. Jetzt haben wir mal einen richtigen Cliffhanger hier beim Gordo. In der nächsten Folge geht's weiter. Hier mit Big Time Monkey und mir, der Penetica. Ich spiele mit dir und dir und dir. Entweder Big Time Monkey oder ein anderes Let's Play. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.